Hallo ihr Lieblingsratten und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal noch in der alten Wohnung, ich hoffe beim nächsten Mal dann vielleicht in meiner neuen. Ich bin nämlich gerade am Umziehen, deswegen sieht es hinter mir auch ein bisschen anders aus als sonst. Ich weiß gar nicht, ob es beim letzten Mal schon anders aussah. Auf jeden Fall, meine Bücherregale sind schon drüben, aber ich habe drüben noch kein Internet, deswegen mache ich hier noch das Video. Und ja, ich hoffe, dass sich das dann beim nächsten Mal vielleicht erledigt hat, dass ich dann noch Internet habe. Es könnte außerdem sein, dass irgendwelche Geräusche kommen, die nicht von mir sind. Weil hinter mir, in der Wohnung hinter mir, wird gerade irgendwie Tapete abgeschabt und über mir wird gebaut und ich weiß gar nicht. Also überall ist Baustelle, gerade um mich herum, vorm Fenster hat es vorhin auch noch angefangen, irgendwie Laster, Bagger, irgendwas, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall kann es sein, dass hier vielleicht noch ein paar Sachen in dem Video mit auftauchen, die vielleicht nicht so dazugehören. Auf jeden Fall soll es diesmal gehen um ein Buch von Nick Hornby. Hier war gerade noch Dreck drauf, den musste ich mal eben wegmachen. Und zwar How to be Good. Nach den letzten Lektüren, die doch ein bisschen anspruchsvoller und anstrengend waren, hatte ich mir gedacht, okay, nimmst du was von Nick Hornby. Vielleicht fliegst du da durch und dann wird alles gut. Es liegt jetzt schon eine Weile da, also falls ich irgendwas jetzt nicht mehr genau weiß, dann liegt es daran, dass das Buch, das habe ich vor 2 Wochen ungefähr beendet. Ja, auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen getäuscht in dem Buch, muss ich sagen. Es war doch sehr nachdenklich. Ja. In How to be Good geht es um die Ärztin Katie. Die hat eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was eine Ärztin eben haben sollte. Ein schönes Haus, eine glückliche Familie, also ein Ehemann und 2 Kinder. Ja, sie ist erfolgreich in ihrem Beruf, mehr oder weniger. Sie kann irgendwie nicht allen helfen, aber sie kann auch damit leben, dass sie nicht allen helfen kann. Und ja, Katie ist aber nicht sehr zufrieden mit ihrem Leben. Es ist halt nur so Alltagstrott und deswegen hat sie eine Affäre angefangen mit einem, ich glaube, jüngeren Mann. Ich glaube, der war jünger als sie, aber nur ein paar Jahre. Sie hat ein ziemlich schlechtes Gewissen, deswegen, sie weiß nicht so richtig, wie sie dem Mann gegenüber sich verhalten soll. Und sie weiß auch nicht so richtig, wie sie sich ihrer Familie gegenüber jetzt verhalten soll. Ihr Mann ist derjenige, der sich größtenteils um die Kindererziehung kümmert. Er bringt die Kinder zur Schule. Und ja, die beiden streiten sich so gelegentlich und motzen sich ein bisschen an. Wie das halt so ist in einer langjährigen Beziehung oder Ehe. Er arbeitet von zu Hause aus für so ein, ich weiß nicht, irgendeine Zeitschrift. Da hat er da so eine Seite, wo er sich über Sachen aufregt. Das ist so, das kotzt Katie auch ein bisschen an. Das gefällt ihr auch nicht so sehr, dass er, wie hieß denn das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, mir fällt das Wort gerade nicht mehr ein. Ja, da gab es extra so einen Titel, was er denn bei dieser Zeitschrift ist. Ja, und ihr Mann, der hat gelegentlich Probleme mit seinem Rücken, was Katie auch ein bisschen nervt, weil sie denkt, er simuliert nur. Eines Nachmittags geht er dann zu einem Wunderheiler, gewissermaßen, zu Mr. Good News hieß er, glaube ich. Ich glaube, Doktor hieß er nicht, sondern es war nur ein Typ namens Good News. Ja, und als er von dem wieder zurückkommt, ändert sich schlagartig das ganze Leben von allen beteiligten Personen, inklusive der ganzen Straße. Ja, ihr Mann kommt nach Hause und plötzlich ist er total anders. Er ist wahnsinnig verständnisvoll. Er möchte seinen Job nicht mehr weiter fortführen, weil er einfach keine schlechte Laune mehr hat. Er möchte allen möglichen Leuten helfen. Und vor allem auch den Obdachlosen helfen, die auf der Straße sind. Er gibt ihnen 60 Pfund oder so und ja, kümmert sich auch um die Straßenkinder. Das hat ihn eben alles so Dr. Good News so eingetrichtert. Es kommt einem vor, als hätte er eine wahnsinnige Gehirnwäsche hinter sich. Und auch die Tochter, die wegen was eigentlich? Wegen irgendeiner Hautkrankheit. Ich weiß gerade nicht mehr. Ja, irgendeine Hautkrankheit eben. Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall geht sie deswegen dahin und Mr. Good News, der macht gar nichts weiter. Er legt einfach seine Hände an die Stellen, wo es weh tut und dann ist alles wieder gut. So, es gibt ja noch eine kleine Diskussion, ob er denn eine Salbe benutzt oder irgendwas anderes, was Katie dann vermutet, dass er irgendeine heilende Salbe hat. Aber die Tochter besteht darauf, dass er nur seine Hände benutzt hat. Irgendwann gibt es dann auch der Ehemann zu, dass er nur seine Hände genommen hat. Der Mr. Good News. Ja, also das ist so eine Art Wunderheiler. Und
Ja, Katie steht dann vor dem Problem, dass dieser Mr. Good News bei ihnen einziehen soll. Und damit gehen die Probleme erst richtig los. So. Ja, das ist so das, worum es in dem Buch geht. How to be good heißt es. Ja. Das ist so eine Sache. Also, die Dr. Good News, nein, nicht Doktor, ich sage immer Doktor, aber irgendwie ist er nicht. Er ist nur Herr Good News halt. Der ist auch, naja, logischerweise einer von denen, die nur Gutes tun wollen. Aber das klappt eben nicht so richtig. Es wird dann sogar ein Projekt ins Leben gerufen, wo alle Nachbarn in der Straße, deswegen sagte ich auch das Leben aller Beteiligten in der Straße, ja, wo dann die Nachbarn dazu aufgerufen werden, ein Straßenkind aufzunehmen, was aber nicht in jedem Haushalt klappt, sondern wirklich nur bei ganz wenigen, weil auch die Straßenkinder das nicht gewohnt sind, irgendwo einfach jetzt richtig so zu leben und eine Familie zu haben. Und ja, manche Haushalte werden dann einfach ausgeraubt und weg sind die Kinder. Manche verschwinden auch einfach so, weil sie damit nicht klarkommen mit der ganzen Situation. Und das Projekt ist eher fehlgeschlagen als erfolgreich gewesen. Ich glaube, 2 oder 3 Kinder bleiben dort in der Straße und ansonsten, ja. Also es klappt wirklich nicht alles, was die sich vornehmen. Und es steht die ganze Zeit die Frage im Raum, ob das der richtige Weg ist, um die Menschen ja, einfach zu bekehren, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das Buch ist aus Sicht von Katie geschrieben. Katie wird das dann irgendwann alles zu viel. Sie muss dann erstmal raus, sie muss dann erstmal weg. Und ja, obwohl sie alles in dem Moment, als ihr Mann von Mr. Good News zurückkommt, hat sie erstmal alles, was sie eigentlich wollte. Ihr Mann motzt nicht mehr, ihr Mann ist aufmerksam, ihr Mann hört ihr zu. Ihr Mann gibt zu, dass er ihr vielleicht nicht so viel Liebe gegeben hat, wie er eigentlich wollte. Und alles könnte sich zum Guten wenden, aber Katie ist es in dem Moment einfach zu viel. Ihr Ehemann ist ihr zu glatt. Die Ecken und Kanten, die vorher da waren, die ihn ausgemacht haben, die sind einfach weg. Nicht so richtig weg, aber irgendwie doch weg. Sie sind also auf jeden Fall nicht mehr so vorhanden wie vorher. Und sie wünscht sich ihren alten Mann wieder zurück. Und ja, es ist gar nicht so einfach, glücklich zu sein. Das ist die Hauptaussage in diesem Buch. Hier unten steht dann auch hier von Die Welt ein Zitat. Hornbys sehr komischer, sehr ernster Roman zeigt, wie schwierig es ist, glücklich zu sein. Ja, das sehe ich genauso. Es war ein wahnsinnig merkwürdiges Buch und sehr, sehr ernst. Das war eben das Problem, was ich mit dem Buch hatte, weil ich eigentlich was Leichtes haben wollte. Und dann war das doch so ein Buch, wo man nachdenken muss. Aber irgendwie, ich muss auch sagen, das Buch bewegt sich so richtig eigentlich nur auf einer Stelle. Es werden so ein paar Anreize gegeben, wie man das Leben von Leuten, denen es nicht so gut geht, verbessern könnte. Zeigt aber gleichzeitig dann in dem Buch auch auf, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Und ja, es ist alles so ein Pro und Contra in dem ganzen Buch. Und es ist ein bisschen schwierig, da irgendwie, naja, sich eine Meinung dazu zu bilden. Nick Hornby scheint mir auch sehr unentschlossen in dem Buch gewesen zu sein, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht so richtig. Auf der einen Seite haben wir diese Bekehrer, die eben alles gut machen wollen, die uns Tipps geben, wie wir vielleicht das Leben von anderen Menschen verändern und verbessern können. Und auf der anderen Seite ist das Buch aber aus Sicht von Katie geschrieben, die zu allem, was die vorschlagen, irgendein Gegenargument hat, wieso das nicht klappen kann, wieso das einfach nicht passt. Und die dann am Ende auch wirklich recht hat, dass es nicht passt. Also, ich weiß nicht. Es war ein sehr merkwürdiges Buch, fand ich. Muss ich sagen, ich denke, es war sogar das merkwürdigste, was ich von Nick Hornby bisher gelesen habe. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich es gut fand, muss ich sagen. Es war definitiv lesenswert. Aber, ich weiß nicht, ich konnte keine Charaktere so wirklich ins Herz schließen, außer den Sohn. Der Sohn ist so ein bisschen auf Seiten seiner Mutter. Aber auch nicht so richtig, ich weiß auch nicht, es war ein ganz merkwürdiges Buch. Also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Auch obwohl ich es jetzt habe ein bisschen ruhen lassen, um da nochmal drüber nachzudenken. Ich habe keine richtige Meinung zu dem Buch bilden können, muss ich sagen. Irgendwie ist es unfertig. Es gab da eine Stelle, wo ich mir dann dachte, hier hätte das Buch zu Ende sein können. Aber es war dann nicht vorbei, sondern es musste eben dann noch irgendwas kommen. Und für mich war die Story nicht unbedingt rund, aber vielleicht lag es auch einfach an mir. So, dann würde ich sagen, war es das jetzt schon von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, ansonsten dann vielleicht in 2 Wochen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hinkriege. Wegen dem Umzug und im Internet. Und ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann.